Wir haben hier 5 Tiers. Das ist aber standardmäßig so eingestellt. Das können wir ändern. Wir können die auch noch umbenennen. Die sind hier momentan standardmäßig D, C, B, A und S. Wir müssen mal schauen. Wie sieht das denn bei Pokémon aus? Ich weiß es nicht. Ich wollte gerade sagen, gibt's da irgendwas Cooles, wie wir die Tiers benennen? Nein. Wir sollten einfach anfangen. Von ganz vorne. Das Bisasam, die Nummer 1. Also, hier geht's ja nur pur ums Design, ne? Tja. Und vom Starter her Dings habe ich Bisasam eigentlich nie gemocht. Aber wenn du dir den mal anguckst, ne? Da weißt du eigentlich genau, was du hast. Es ist Ja. definitiv ein Monster. Ein Pokémonster. Eine Und es Zwiebelechse. ist auch eine Pflanze, es ist eine Zwiebelhexe, genau. Ich glaube, das ist sogar eine Ja. Kröte oder so. Oder Kröte. Ja, später sieht man es ja besser. Wichtig ist auf jeden Fall, der ist grundsolide. Und grundsolide würde ich in die Mitte packen, also nach B. Bisaflor hingegen, der ist von Grund auf hässlich. Also was, keine Ahnung, guck dir Bisasam sein Lächeln an. Guck es dir an und jetzt guck dir das Ding an. Das geht definitiv einen drunter. Ganz klar nicht nach D, weil D gibt's, da gibt's noch ein andere Kandidaten. Also ich würde ihn jetzt halt aus, das ist schon ziemlich dasselbe Level wie Bisasam. Ja, es ist selbe Level wie Bisasam, sieht aber besser aus als Bisaknosp. Ganz klar. Bei Glutexo, der Weiterentwicklung, Okay, da ja. habe ich ein ganz großes Problem mit. So, da ist er. Genau in der Mitte. Der da. Ich meine, Sehr schick. wo ist das denn Glutexo? Das sieht aus, als würde ihm einfach so ein Horn wachsen. Das hat aber kein bisschen was mit dem Horn zu tun, was es hier eigentlich hat. Von daher, jetzt haben wir lang drüber geredet, das ist ein C. So, Glurak hingegen. Glurak ist eigentlich ganz cool. Die, Das ist halt Standardraupe. genau, Haben diese sie eins zu 08. eins übernommen. Diese 0815, erste Entwicklungsstufe von den Dings, von den Pokémon aus der ersten Generation, die sind alle nur irgendwelche Tiere. Ja, Und da kann man ja nicht so viel falsch machen. sieht eigentlich immer Bibor ganz gehört gut für aus. mich in A. Ja, Bibor hat schon schickes Design. Und noch viel wichtiger ist Mega Bibor. Ja, das kannte ich auch noch nicht. Weil das wäre für mich der erste S-Tier. Pur vom Design her. Weil du denkst, ich meine, das Gimmick ist ja bei der Mega-Entwicklung, da hast du gedacht, ja cool, die haben Pokémon, die jetzt eigentlich so Fan-Favorites oder ein bisschen älter sind, die Chance gegeben, besser zu werden. Von Stats und Aussehen, aber vor allem von Stats. Gute Nachricht ist, Mega Bibo ist immer noch scheiße. Ja, da hat sich nicht viel geändert. Das ist halt immer noch vom selben Typ irgendwie nicht so gut. Und ist ein bisschen schneller geworden, aber in Geschwindigkeit hat es dem Viech immer noch nicht gefehlt. Würde es aber in S-Tier packen, weil es sieht schon ganz schön gefährlich aus. Sieht schon ganz schön gut aus, das stimmt. Für mich ist das unser erstes S-Tier, ganz klar. Ja. Aber wenn wir vom Design her gehen, dann ist es halt 1 zu 1 auch Taubsi. Ja. Genauso wie hier der große Vogel auch da ist. Komische Schlange kommt auch in B. Die größere Schlange kommt für mich in A. Ja, die sieht Die besser aus, oder? ist Ist auch so ein gefährlich. schönes Ding. Über Pikachu lässt sich jetzt streiten. Da gibt es ja auch mehrere Designs. Wenn hier Gen 1 Pikachu wäre, hätte ich das ganz klar in S gepackt, weil das ist so ein dickes, Ja. so eine dicke Ratte. Ich würde es auch in S packen, Aber es aber ist ja Raichu halt nicht mittlerweile. so. Entschuldigung, das normale Pikachu, wie es hier jetzt ist, das dünne, das würde ich nicht mehr in S Moment. packen. Moment, das weiß ich nicht. Achso, warte, Welches ich muss ein Monster? Stück runterscrollen. Nicht. Weiß ich nicht, wie sieht das denn bei dir hier aus? Oh Gott, ich bin hier noch bei Pikachu. Wie sieht's denn? Okay, das sieht auch teilweise cooler aus als das, was ich hier jetzt als Sprite habe. Von daher mache ich ein S draus. Ist genehmigt. Auf Pokéwiki sieht's gut aus. Nidoqueen? Also, man merkt, dass sie sich bei Nidoking mehr Mühe gegeben haben. Ja.
Von daher können wir das schon mal vorgreifen, Nido King ist ein A, wenn nicht sogar ein S, oh Gott. Also ich habe jetzt Nido King in der Hand, auch wenn er gar nicht dran ist. Das ist wichtig, daran müssen wir mich... Das sieht ziemlich gut aus, Nido Queen sieht schlecht aus. Da müssen wir mich ausmalen, okay, Nido Queen sieht... Nido Queen kommt in C. So. Warum ist Nido King jetzt da oben? Macht das halt schon seinen Sinn. Hier, die normale Nido, Nidoran männlich, kommt neben das andere. Nidorino ist eigentlich auch ganz cool. Das kommt hier zu dem Nido, Nidoran, Nidorina, Nido... Dahin, zu dem anderen. Also ich würde ihn noch in C packen, aber den Dicken dahinter würde ich in D packen. Ja, weil, ich glaube, das kann man vertreten. Der hat zwar, oh Gott. Der hat zwar auch irgendwie noch Flügel bekommen, aber ich weiß nicht, was es mit denen anfangen will, weil damit kann das dicke Gerät nicht fliegen. Und Nuna ist auch A, wenn nicht sogar schon fast S. Aber ich glaube, das ist ein bisschen geschummelt, weil es halt ein neunschwänziger Fuchs ist und den hat man sich einfach aus der Lore rausgegriffen. Ja. Ich meine, okay, B-Boy ist eine Biene. Aber das ist eine verdammt cool aussehende Biene, okay. Wo du bei Pipi halt noch hattest, naja. Eine bessere Version von Pipi, also es hat eigentlich dadurch, dass es weniger da ist, größere Augen. Weniger ist mehr. Aus. Es ist ein gutes C-Tier. Knuddeluff hingegen. Ja, kann man eigentlich auch machen. Geht eigentlich auch noch. Zubat ist sehr langweilig. Also, das muss man. Das einzige Coole ist, dass der halt gar keine Augen mehr hat. Was halt zeigt, okay, Fledermaus braucht seine Augen nicht, bewegt sich durch Sonar. Ist ein C. Tatsache ist, Fledermäuse sehen sogar recht gut. Ist eigentlich nur fast ein Mythos, dass Fledermäuse nicht sehen können. Okay, today I learned. Dafür gibt's ein B. Ne, eigentlich müsste ich ein D, weil warum hat der Junge keine Augen, wenn er so gut sehen kann? Er bleibt in C. Golbat hingegen. Golbat ist auch so ein Ding, ne? I don't know about this one. Naja, zum Glück sieht es nicht so aus. Die Zunge ist schon der Hammer. Ich mochte nie, dass das sabbert. Weil ja. Mirapla ist so, okay, unten ist das Ding, oben ist die Pflanze. Duflor ist, unten ist das Ding und aus irgendeinem Grund sabbert es. Oben ist die Pflanze. Und dann ist Giflor, wo man sabbern wieder weggeschnitten hat. Wenn du dir wenn du dir mal die Pflanze wegdenkst bei Giflor und nur den Körper nimmst, dann ist das wohl das most basic Ding, was man hier hätte bauen können. Und B für Basic. Blutzug sieht ein bisschen aus wie ein haariges Pummeluff. Da Pummeluff C-Tier ist, packen wir ihn da ein. In seinem Design ist immer der Erdhaufen mit dabei. Gehört es jetzt zum Pokémon? Wo fängt das Pokémon? Wo hört das Pokémon überhaupt auf? Ja, man weiß ja nicht, wo jetzt was unter der Erde bei. Ach guck mal, bei Pokémon könnte ich sogar. Bei Pokémon. Von so Macho. Von so ja, genau. So Macho-Dickter. Bei Pokewiki kann ich sogar auf die Alola-Form direkt klicken. Die ist super, weil da hat Dickter Haare. Oh, der hat Haare bekommen. Mit Haaren ist es ein klares B, aber ohne Haare würde ich ihn eigentlich in C packen wollen. Ja. Und Dicktri finde ich ehrlich gesagt noch schlimmer. Das sind halt drei Stück von dem, wow. Richtig, da kommen wir zu dem großen Problem, was die erste Generation hat, was uns noch ein paar Mal begegnen wird. Wir haben einfach gedacht, ja, aber was ist mit mehr Köpfen? Und dann haben die das gemacht. Aber guck dir mal Alola Dicktri bitte kurz an. Das wiederum, das ist ein klares S-Tier. Finde ich den immer ganz cool vom Design. Wenn ich jetzt aber hinterfrage, wo da eigentlich die Ente hinter ist. Ja, das ist jetzt irgendwie eine Mischung aus Diadem und Glurak oder sowas. Die Form davor. Die Ente ist irgendwie verloren gegangen. Jetzt hat er Handschuhe und sieht wütend aus. Hat er Handschuhe oder sieht das wieder nur so aus? Ich weiß nicht, wütend. Ich glaube, der hat Handschuhe. Dinge, die aussehen wie Handschuhe und wütend. Wir packen direkt neben Razav. Das passt schon. Mit Non Weiß, die beiden sind Brüder. Ja. Abra. Was soll Abra eigentlich darstellen? Ja, Maschok, der ist schon ein ziemlich harter Kerl.
mit ordentlich vielen Muskeln. Wie können wir den denn auch muskulöser machen? Und ja, wie wäre es einfach mit zwei extra Armen, die auch genau, richtig muskulös sind. Doppelter Bizeps für doppelten Power. Knuffenser. Wenn ich mir den angucke, ich finde den eigentlich schon cool. Ich ja. Eigentlich sehr charakteristisch. Ich würde ihn sogar ein A packen. Ich würde sagen, Knuffenser ist ein A. Ist ein lustiger Zeitgenosse. Ja. Naja, Ultrigaria, du kommst nach D, brauchst mich gar nicht so anzugucken. Und Sarzenia würde ich aber sagen, ist ein höher. Kann ich auch wegschneiden. Und dann schiebe ich das Ganze mittiger. Achso, und dann kann ich ja links und rechts was abschneiden. Ja, das geht und, schon. Und hier oben noch ein bisschen. Und dann klicke ich rein. Dann könnte ich aber eigentlich ein besseres Hintergrundbild. Ne, warte, dann mache ich einfach noch ein Stück runter, dass man nicht sieht, dass da irgendwo Text anfängt. Weil man sieht hier links auch Text. Verdammt, das ist einfach nicht dafür gemacht. Ich habe noch eine Elfenidee, wenn ich da erstmal reingeklickt habe. Perfekt. Wunderbar. Das muss ich noch spiegeln. Nein, nicht so. Also, wie hast du dich für den Doktor entschieden? So ist gut. Das ist das beste Overlay, was ich je hatte. Lavos ist eine coole Idee mit der großen Krabbe da hinten dran. Die einen auch nur anknuspert. Die hat immer für Verwirrung versorgt. Weil im Anime haben die sich ja auch nur entwickelt, wenn die von Mushas in einem Schwanz gebissen worden. Dann denkst du dir so, ja, und dann denkst du dir so, wie mache ich das? Weil es ist auch irgendwie komisch. Du musst bedenken. Was musst du denn bedenken? jetzt sagen, also genau. Wenn sich im Anime ein Mushas an Fleckmann gebissen hat, dann war ja das Mushas weg. Wie funktioniert das im echten Spiel? Im echten Spiel funktioniert das ganz einfach, da muss Fleckmann einfach nur Level 37 werden. So, die gute Nachricht ist aber, Lamus fanden die ein bisschen zu langweilig und haben mega Lamus draus gemacht. Oh no. Und da ist die Rache der Muschel gekommen. Also entweder ist das Elektro-Pummeluff. Oder sogar halt noch schlimmer. Eine Schraube mit zwei Hufeisen dran. Mit zwei Hufeisenmagneten. Wir packen ihn mal zu dem Pummeluff, weil hier haben wir das große Problem, was wir bei Dick da auch hatten. Die Weiterentwicklungen sind einfach nur drei davon. Eintrag aus Pokémon Mond ist ein bisschen traurig. Weil hier steht, seine Stromstärke ist fast dreimal so hoch wie die eines Magnetilos. Stell dir vor, drei Magnetilos tun sich zusammen und dann sind die fast genauso stark wie drei Magnetilos. Nicht wahr? Und irgendwie steht hier immer, dass die vermehrt erscheinen, wenn Flecken auf der Sonne auftauchen. Und das verstehe ich gar nicht. Seit wann tauchen auf der Sonne Flecken auf? Ja, Sonnenflecken, wenn's halt zu Ausbrüchen kommt auf der Sonne, dann schießen so Plasmaströme aus der Sonne vor. Ja, aber wer guckt da hin? Gibt dann auch. Keine Ahnung, ich weiß ja nicht, wie Pokémon in Erscheinung treten. Vielleicht werden die aus der Sonne geschossen und schlagen dann auf der Erde ein. Stell dir vor, du bist so Pokémon-Sammler und dann guckst du direkt in die Sonne und dann so, oh, es bilden sich wieder Flecken. Heute wird es Zeit, ein Magnetilon zu fangen. Sorry, ein Magneton. Es regnet Magnetons. Wichtig ist, wir sind bei Porenton, das ist ein cooler Boy und der kommt definitiv in S-Tier. Die Lauchente war immer einer meiner Favoriten. Ja, aber ist Yugong nicht eher die Basic-Robbe und Europe ist noch ein Stück hässlicher? Also, dass man sagt. Ja, okay, Yugong ist B für Basic und Yugong ist drunter. Slimer ist ganz klar ein D-Tier. Ich weiß, das ist fucking Schlamm. Da hat einfach mal jemand. Alola Slimer ist Moment, cool, weil. Das hat auch eine Alola. Oh ja, ja, nice. Da ist der vollgewühlt worden. Okay. Aber das normale ist einfach nur Schlamm. Ja. Das ist ein cooles Pokémon-Lied.
Aber erstens, komm erstmal auf die Idee, aus einer Muschel ein Lebewesen zu machen. Und zweitens, hat das eine Zunge, die das rausstreckt. Und das ist schon gar nicht mehr so basic. Also ich würde es in A packen. Wollen. Ja. Ja, ist okay. Ist okay, ist genehmigt. Gut, fair. Ja, ist über B. Austausch hat mir immer ein bisschen Angst gemacht. Weil der sah immer aus, als ob der irgendwas Unfaires vorhatte. Den würde ich aber auch in A packen, also. Ja, aber wenn man sich jetzt anguckt, was in S ist, warum ist da eigentlich Pikachu drin? Wurden wir von Nintendo bezahlt? Ja, Pikachu kann man streiten, es könnte auch A sein, zwischen A und S. Wahrscheinlich es kommt immer auf die Form von Pikachu an. Gengar hat übrigens eine Mega-Form. Achso, da kommen wir ja jetzt hin. Die ist ein S-Tier. Die ist definitiv ein S-Tier. Mega-Gengar. Packen wir da rein. Schick. Die ist spooky. Aus irgendeinem Grund ist er eins mit dem Boden geworden. Das muss man einfach mal so hinnehmen. Und er hat ein drittes Auge bekommen. Und er hat ein drittes Auge bekommen. Ja, das ist jetzt nichts Ungewöhnliches, wenn du mich fragst. Er hat auch so ein Stück Metall, mit dem man dich hypnotisieren will, immer dabei. Ja. Das ist auch so ein Ding. Da müssen wir ihm designtechnisch definitiv Abzüge geben. Also er kommt mindestens in C, wenn nicht sogar in D-Tier, weil. Das würde bedeuten, jedes Traumado bekommt bei der Weiterentwicklung so ein Ding gratis dazu. So ein Teil. Was bedeutet das jetzt? Ist das ein Stück von seinem Fleisch, was sich transformiert hat bei der Entwicklung? Was passiert, wenn er das verliert? Ist das wie, naja, ich mein, wenn jemand ein Auge verliert? Ich meine, die Ente läuft auch mit dem Lauch um und der hier Abra bekommt auch plötzlich Löffel her. Ob die sich zusammensucht oder ob die aus seinem Fleisch entsteht, wer weiß. Also bei dem Porenta ist es mit dem Lauch egal, weil die werden so geboren. Das ist keine Weiterentwicklung. Bei den Löffeln gebe ich dir aber einen Punkt. Da hast du recht, die bekommen die ja dann auch bei der Weiterentwicklung. Das ist ja dann dasselbe Problem. Da ich jetzt aber auf gar keinen Fall Simsala irgendwo anders hinstecken muss. Tun wir so, als wir Hypno und B für Basic und machen einfach mal. Aber bei Elektroball, da fehlt mir dann der Sinn für Humor. Also, ein Mimik ist okay, den können sie gerne so lassen. Aber dann die Farben einfach umdrehen und zu so sagen, das ist eine Weiterentwicklung, da hört es dann auf. Als Pokémon selbst natürlich total lustig, weil das ultra schnell ist aus irgendeinem Grund. Okay. Aber vom Design her kannst du ihn vergessen. Ja. Warum haben die alle ein Gesicht? Ist das jetzt wieder ein Pokémon mit mehreren Gesichtern? Sind das mehrere Pokémon, die eins bilden? Aber warum gibt es dann kein einzelnes Ei als Pokémon? Warum wird da draus eine Palme? Ich gehe einfach mal davon aus, dass all diese kollektiven Pokémon so ein Hive-Mind haben. So wie. Dass die einfach irgendwie ein Gehirn haben. Ja, aber hier steht im Rot und Blau Pokédex, diese Pokémon werden oftmals für Eier gehalten. Bei Gefahr bilden sie Rudel, die attackieren. Naja, okay, dann sind es halt einzelne Pokémon, aber die sind wahrscheinlich alleine so schwach, dass man halt erst die. Du, keine Ahnung. Owai ähnelt einem Pflanzensamen. Seine Köpfe umkreisen den mittleren Kopf wie Planeten die Sonne, um die Balance zu halten. Okay. Was haben wir denn? Hier, mit Telepathie, die nur sie verstehen, bilden sie stets eine Gruppe von 6 Owais. Also scheint Owai eins von den Dingern zu sein. Aber du triffst sie immer nur mit 6. Dieses Pokémon besteht aus 6 Eiern. Das ist auch geil. Die sind sich so total uneinig. In Rot und Blau heißt es noch, dieses Pokémon werden oftmals für Eier gehalten. Und in Rubin und Saphir heißt es dann, dieses Pokémon besteht aus 6 Eiern. Was ist es denn? Nobody knows. Gut. Hier bei Schwarz-Weiß steht ganz klar, die 6 Eier kommunizieren telepathisch. Werden sie getrennt, finden sie sich schnell wieder. Auf einmal können sie sich doch trennen. Und in Y heißt es dann wieder, auch wenn sein Erscheinungsbild eher Eiern ähnelt, wurde entdeckt, dass es mehr mit pflanzenähnlichen Wurzeln in Zusammenhang hängt. Also dadurch, dass sie sich selbst uneinig sind, was das jetzt überhaupt ist, kann man sich einig sein, dass das ein klares D-Tier ist. Ich meine,
wenn du dir als Designer selbst nicht sicher bist, habe ich da jetzt Eier oder Wurzeln gemacht. Dragosso ist halt Metal as hell, weil das Schädel hat. Den Schädel seiner toten Mutter. Ja. Trägt. Eigentlich hätte ich hier gern doch ein neues Tier, das heißt Metal-Tier. Aber das können wir nicht leisten. Ein S ist es. Ist es ein S? Eigentlich ist es ein S. Apropos, wo wir von Außerirdischen reden, jetzt Pantomime. Sollte einfach ein Pantomime irgendwie. Keine Ahnung, was das werden sollte. Es ist einfach ein Pantomime. Also, wir machen Monster. Wisst ihr, was das schlimmste Monster ist, was ich jemals in Frankreich auf der Straße gesehen habe? Ein Pantomime. Aber wir sind jetzt diese ganzen Jungs, die auch gar keine Entwicklung mehr haben oder so, sondern die man irgendwie nur noch so reingepackt hat. Da hatte man bestimmt gedacht, daraus könnte man später bestimmt eine gute Reihe machen. Und dann haben die gedacht, nee, können wir nicht. Ja, ist halt so ein Windhosen-Ding, ne? Was die Japaner so aufhängen. Und zeitgleich ist es. Naja, Jetzt hat er auch eine Mega-Entwicklung, wo er mehr zum Fisch wird. Okay, das meine ich nicht, wenn ich japanische Windhose eingebe. Jetzt kommen hier nur Hurricanes. Die hängt man auf jeden Fall in den Wind. Und dann machen die so. Deswegen ist ja auch Garados. Ah, ja, okay, so. Deswegen ist Garados auch Wasser und Flug. Wenn du den im Wind denkst. Deswegen ist er auch gar kein Drache. Obwohl er auch aussieht wie einer. Hm, so ein bisschen. Das sind ja auch die Teile, die immer am Flughafen hängen, um die Windrichtung zu bestimmen. Ja, nur dass die dort keine Fischdesigns am Flughafen haben. Das ist normal. Das ist wie ich normale. Und dazu wollte ich eigentlich Windhose sagen, aber Windhose ist es ja nicht. Ja, wo kommt denn Garados jetzt hin? Soll ja einfach nur ein amorpher Blob sein, der sich dann als Mimik in irgendwas verwandelt. Ja, deswegen klares S. Hat seine Designentscheidung erfüllt. Ja. Weiß genau was. Guck mal, du siehst Slimer und denkst dir, was ist das? Und dann denkst du dir Digi und dann denkst du dir, genau, das ist nichts. Nein, also eigentlich müsste schon ein D-Tier sein. Ich weiß, es soll. Oder wir packen ihn zu Voidoball in C-Tier, weil das ist. Ich weiß halt nicht. Also rein designtechnisch sieht's halt, ist halt gar nichts. Aber es erfüllt halt den Zweck designmäßig, was das halt seiner funktionsmäßig machen soll. Ja. Von daher packen wir ihn zu Voidoball, was auch seinen Zweck erfüllt. Eigentlich muss mein Nachbar Totoro ins B-Tier. Mochte ich auch immer, aber Design ist halt. Ja. Also entweder B oder sogar zu Pummeluff. Aber nee, ich glaube, da ist noch ein bisschen mehr dran als Pummeluff. Und kommt definitiv in A. Ja. Und aus irgendeinem Grund wird dann daraus, was auch immer Dragorak ist. Da bin ich mir immer noch nicht so ganz sicher, ob das nicht im Versehen ist. Ich meine, halt in dieser Nidoqueen, Nidoking Reihe vom Bodytypen her. Nur halt mit Flügeln und vom Typ Drache. Gut, das ist also ein C gewesen, glaube ich. Nee. Doch, ein C ist Nidoqueen. Und ich meine, warum ändert das die Farbe? Ey, Mega Mewtwo X und Y. X und Y. Ups, jetzt. Okay. Beim einen ist Big Brain Time und der andere hat irgendwie eine Rüstung bekommen. Ja, der ist auch, Der mit der Rüstung ist auch ein Kampf-Pokémon. Also das normale Mewtwo würde ich vielleicht in A packen. Ja. Ich würde es auch in B für Basic stecken. B für Basic? Ich hätte sogar schon fast überlegt, ob das nicht Pummeluff-Tier ist. Ob das quasi die Pummeluff-Version von Mewtwo ist. Ja. Vielleicht. D-Tier, auch genannt, oh mein Gott. Bin ich eigentlich ganz zufrieden mit. Da ist Magma wohl mit Abstand der hässlichste. So zusammen mit Pantimos. Muss man eigentlich, wenn man der hässlichste ist, muss man dann im D-Tier ganz unten sein? Ja, ne? Ja, ich schätze schon mal. Wenn der hässlichste von den Hässlingen ist, ist man ganz unten. Bei den meisten anderen waren wir nur wegen Lustlosigkeit sind die mit dabei.
Owei ist noch verdient hier unten, weil da sind sich ja die Leute selbst nicht sicher, ob das jetzt Eier oder Wurzeln sind. Porygon war mit dabei, weil das Porygon es wusste, du hin. Also bei 10, never mind. Rosana ist hier, weil das war besser als Schwarz war. Pixie ist hier, weil das ist Pipi in schlechter. Und Ultrigaria ist irgendwie noch mit reingerutscht, weil da wusste man nicht, was man tut. So, C, das Pummelufttier. Angeführt von Megagarados. Dem klassischsten aller Pummelufts. Dann Starmie, was hier reingekommen ist, weil es eigentlich nur ein doppeltes Sternu ist, aber irgendwie doch nicht ganz so schlimm wie die Jungs in D-Tier. Dann ganz klar Chanera, weil es Pummeluff ist. Jurob, weil es Robbenpummeluff ist. Quapuzzi, weil es irgendwie dann doch noch nicht gereicht hat, kein Pummeluff zu sein. Blutzug, weil es Insektenpummeluff ist. Entschuldigung. Nebulak, weil es Geisterpummeluff ist. Quapse, weil es Wasserpummeluff ist. Pummeluff, weil es Pummeluff ist. Smogon, weil es Giftpummeluff ist. Voidoball, weil eigentlich D-Tier, aber dadurch, dass es Mimik ist, hat sich es nochmal ein Tier durch Funktion ergattert. Also Design gleich Funktion. Es gibt dir ein Tier Plus, genauso wie bei Ditto. Magnetilo, weil es Strompummeluff ist. Kleinstein, weil es Steinpummeluff ist. Mankey, weil es Affenpummeluff ist. Knuddeluff, weil es das hässlichere Pummeluff ist. Dann sind ja aus irgendeinem Grund Dragoran und Nidoqueen, weil die. Jetzt, wenn die so direkt nebeneinander sind, dann sehen die auch verdammt gleich aus. Ich sehe gerade, ein Stück ist abgeschnitten. Und vor allem, das Stück ist abgeschnitten, wo dran steht, welches Tier das hier alles ist. Warte, das muss ich mal ändern, so. Das sieht besser aus für die Menschen. WTF schreibt Karika, ich weiß nicht, woran das liegt, dass er das schreibt, weil an der Liste hier kann es nicht liegen. Die ist verdient. Ratzfratz ist hier mit drin, weil wir hatten gesagt, Radikal ist das die Basic-Rate und Ratzfratz ist nur einer drunter. Ja. Bisaflor, Mega-Bisaflor ist hier drin, weil das ist auch nicht so viel besser als normales Bisaflor und das ist auch hier drin. Megaturdog ist hier drin, weil irgendwie ist der Panzerhaubitze-Dings nicht so gut. Glutex ist hier drin, weil da habe ich ewig nach dem Backsprite suchen müssen aus der alten Generation, um zu zeigen, wie hässlich der ist. Mega Glurak Y ist hier drin, weil der sieht aus wie Glutex. Weil der ist ein Downgrade zum normalen. Zum normalen Glurak. Ja, genau, Bisaflor ist hier drin. Safcon und Kokona sind hier drin, weil Jesus fucking Christ, das ist ein Kokon. Pipi ist hier drin, weil das ist auch ein Pummeluff. Golbat ist hier drin wegen der Zunge, die sie jetzt nicht mehr hat. Zubat ist hier drin, weil ich habe gelernt, dass Fledermäuse eigentlich sehr gut sehen und Zubat hat aus irgendeinem Grund keine Augen. Warum ist Dick da hier drin? Achso, weil man sich dann bei dem Design sehr unsicher ist, was es überhaupt darstellt. Aber D-Tier konnten wir nicht machen, weil D-Tier muss schon dick drin werden. Mauzi ist hier drin, weil es eine Stufe schlechter ist als Basic-Katze. Zazenia ist hier drin, weil irgendwie hat es uns nicht überzeugen können. Smogmog ist es ja, das ist hier drin, weil müsste eigentlich in D-Tier sein, aber ist noch ein bisschen besser als die D-Tier-Jungs, genauso wie Dodri. Schlurp ist hier drin, weil ich mich nicht mehr dran erinnern konnte, aber Xermon hat gesagt, aber hey, man hat wenigstens versucht, irgendwas zu designen. Und Lavados ist hier drin, weil das ist der hässlichste von den drei Vögeln. So, das Basic-Tier haben wir. Das sind eine Menge. Die sind hier drin, weil sie Basic sind. Da müssen wir gar nicht drüber reden. Aber die Namen versuche ich trotzdem nochmal aufzuzählen. Das ist Electek, Kingler, Abra, Kangama. Genau, Razaf, Quabo, Mega Mewtwo X und Nocturne sind hier drin, weil das die wütenden Handschuhboys sind. Genauso wie Pinsir, das ist auch noch ein wütender Boy. Dodu, Rizoros, Nidorino, Nidorano. Nidorina. Schillings, so, ja. Smetbo und Omod, Jesus Christ. Das ist eine Menge hier drin. Ich habe keinen Bock, die aufzuzählen.
Hat es irgendjemand unverdient hier reingeschafft eigentlich? Hier, alle drei Taubsi sind hier drin. Und Ibitak Taubsi ist auch drin. Radikal als Basic Ratte. Snowbillycat als Basic Katze. Rettan die klare Boa Constrictor. Die drei. Warum bist du, Flor, nochmal. Wie hat es das nochmal in B geschafft und nicht in C? Weiß ich nicht. Gar nicht mehr. Spul das Tape zurück. Paras ist hier drin. Enderon irgendwie auch. Weil da haben wir gesagt, dass der Part der Ente irgendwie verloren gegangen. Hypno ist irgendwie noch hier. Tangela hat es ins B-Tier geschafft, weil es ist zwar eigentlich ein Pummeluff, aber irgendwie ist es ein ziemlich gutes Pummeluff. Deswegen hat es ein Upgrade bekommen. Die Hunde-Dingen, Steve, Fossilien und Mew ist hier. So, das A-Tier, das ist schon interessanter. Knogger ist da drin. Machomai, Simsala. Das sind halt auch Brocken, ne? Also das sind schon große Pokémon. Ja. Das sind ein paar Big Guys, aber groß. Also groß heißt, kann man zusammenfassen, groß heißt schon mal besser. Aber groß heißt nicht gleich S-Tier. weil Bullpix ist hier auch drin, weil das ist ein Design, da hat sich jemand Gedanken gemacht. Meine Musik ist einfach rausgegangen. Video angehalten, Wiedergabe fortsetzen. Ja, warum ist die. B-Boy ist hier drin, weil das ist eine fucking Biene. Noch irgendein Mega-Lamus. Und Lamus. Die sind super. Genauso wie Muschas und Austausch, die sind auch cool. Traumado hat es auch irgendwie geschafft, weil es ein freaky Boy ist. Ja, kann man so stehen lassen. Und S-Tier ist natürlich. Wie viele sind eigentlich in S-Tier? Wie hat es Knofensa in A geschafft? Hat gerade Kinoi gefragt. Das ist ganz einfach. Und zwar musst du dir dafür einfach das Bild auf PokeWiki angucken. Weil das ist so viel mehr sagender als das, was du gerade gesehen hast. Und wenn du jetzt dir dieses Knofensa anguckst und sagst, dass es nicht verdient hat, in A zu sein, dann kann ich mir auch nicht helfen. Ich meine, guck ihn dir an. Es ist zwar nur eine Pflanze, könnte man denken. Beziehungsweise es ist wirklich nur eine Pflanze. Aber man sieht ganz klar, okay, die Wurzeln sind Beine, die Blätter sind irgendwie Arme und oben die Knospe ist halt der Mund und so. Also sogar diese Öffnung ist der Mund und Augen hat man dann einfach dran gepackt. Okay, bei den Augen, da hat man sich ein bisschen kreativen Spielraum genommen. Ansonsten hat man halt wirklich aus allem, was man an einer normalen Pflanze hat, es geschafft, ein Lebewesen zu erschaffen. Das ist beeindruckend. Ist nicht so, es ist nicht so, wie man das sonst macht hier bei, wo sind denn hier so B-Tier? Ne, B-Tier ist nicht. Bei C-Tier müssen wir ja gucken. Wo man sich sagt, hey, ja, was ist, wenn wir, Magneten nehmen und da packen wir ein Auge drauf und dann ist der fertig. Nein, bei Knofensa hat man sich gedacht, ja, wir nehmen eine Pflanze, aber wir können eigentlich jeden Teil davon verwerten, um ein Lebewesen draus zu machen. Und deswegen ist Knofensa zu Recht in A-Tier. Ja, aber eigentlich war ich woanders dran, ich wollte zählen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 Pokémon von, es sind aber mehr als 151, die wir jetzt hier haben, wegen der Mega-Entwicklung, ne? Mhm. Trotzdem, das ist ja eigentlich ein guter Schnitt, dass ja, passt schon. Nur 9 Pokémon hier sind. Natürlich, aus irgendeinem Grund immer noch Pikachu. Der hat sich hier, glaube ich, reingemogelt. hier unsere beiden Boys mit einer Stange in der Hand, das sind Dragosse und Porenta. die haben es verdient. Porenta winkt auch. Immer freundlich zurückgrüßen. Megapinsir ist hier, weil der ist sehr glücklich, dass er fliegen kann. Und er kann fliegen. Ist halt auch ein cooles Design. Ich meine, guck dir an, wie krass sich die Hörner verändert haben. Ja. Und, definitiv. Insgesamt. Dafür, dass er so glücklich ist, sieht er immer noch sehr wütend aus. Mega Kangama, würde ich vielleicht sogar sagen, ist eigentlich doch nur ein A-Tier. Weil, naja. Wobei, Low-S-Tier können wir lassen. Es ist schon ja. Ganz cool, dass der Kleine mit
draußen ist und man quasi zwei Pokémon hat, obwohl es eins ist. Wenn man außen vor lässt, dass aus einem Kangama-Ei direkt ein Kangama mit einem kleinen Baby schlüpft. Das muss man einfach ignorieren. Ja, und dann haben wir hier noch Nidoking, der natürlich sehr imposant ist. Und dann haben wir hier drei Mega-Entwicklungsboys nochmal. Das einmal Mega Gengar wäre, der halt eine noch gemeinere Form vom normalen Gengar ist. Mega Simsala, der einfach nochmal mehr Löffel hat als normale Simsala. Mega Bibor, was halt schon eine kleine gemeine Kampfmaschine ist. Kann man Bibor, Mega Bibor muss doch auch hier in der größeren Aufnahme. Das ist halt schon gefährlich. Das sieht halt aus wie so ein Roboter aus irgendeinem Mech-Spiel, so eine Kampfdrohne. Und ja, wenn man sich jetzt überlegt, Leute, das war mal ein kleines Hornio und jetzt ist es das geworden, dann ist das schon eine Designentwicklung, die sich sehen lassen kann. Außerdem gefällt mir diese Ecke da unten, die es halt wirklich teilweise mechanisch aussehen lässt. Ja. Obwohl es nicht liest, weil es ist immer noch Käfergift. Gut, da sind wir fertig mit Teil A. Und ich glaube, das war auch der letzte. Ich meine, holy fucking shit, das hat länger gedauert, als ich gedacht habe. Danke fürs hier sein. Das werden wir nie wieder machen. Und auf Wiedersehen. Tschüss. Ciao, ciao.